letzte Herbst neben sie vom Blitz getroffen worden, gell? Und seitdem macht sie alles verkehrt. Sie hocken zum Beispiel auf den Fernseher auf und schauen zwei Stunden lang das Sofa an. Ja, jetzt mit den neuen Fernsehern, die ein bisschen gebogen sind, geht es wieder besser zum Einhoffen. Oder sie tut sie anlegen und geht zuerst in die Dusche. Gell? Und zu mir hat sie gesehen, seit etwa 3-4 Tagen, sie hört nicht mehr so recht. Jetzt habe ich müssen, weil sie nicht mehr so gut weg war, zu Fuß habe ich müssen mit ihr zum Doktor gehen. Und am Doktor sagt sie, ein Elektrofaden schaut nämlich so zum Ohr aus. Gell? Dann hat der Doktor ihr Ohr reingeleuchtet, meiner Großmutter, und sagt, sie gute Frau, du hast es nämlich drin. Und jetzt hat er eben so ein Spezialwerkzeug geholt und sich meiner Großmutter. Ja, du lachst, jetzt ist das auch schon passiert. Dann sagt er, also der Doktor ist selber verschrocken. Dann sagt der Doktor, sie gute Frau, ich muss ja nicht sagen, was da ist. Und meine Großmutter sagt, ja, jetzt weiss ich, wo der Hörapparat ist. Jetzt mache ich hier noch mehr bei eigenen Sachen. Falls ihr mal ein Geburtstagsfest habt, eine Hochzeit oder eine Scheidung, gell? Dann könnt ihr einfach zu mir kommen.